Guten Tag und willkommen wieder zurück zu Wer wird Millionär? Und diesmal mit dem Masterbrain in der Videospielszene, und zwar der Wollo You. Hallo Wollo You. Ich bin das Masterbrain, dankeschön und hallo. Ja, du bist auf jeden Fall länger im Biss als jeder von uns, also aus unserer Truppe, deshalb. Das wird eine schwierige Herausforderung. Ich nehme es als Kompliment. Ja. Siehst, ja, wie komm, du willst. Als Kompliment. Ja. Monkey Island. Monkey Island. Boah, was weiß ich denn? Ich würde sagen, erst The Curse Of, dann LeChuck's Revenge, dann Escape From und dann The Secret Of. Escape From und The Secret Of bin ich mir aber nicht sicher. Na, Secret Of ist das erste. Habe ich das auch gesagt? Nee. Pass auf, pass auf. Okay, ich bin ein Idiot. Pass auf, pass auf. Ich habe Monkey Island noch nie gespielt. Was? Kräftig, oh, oder? Okay. Oh, da hast du was verpasst. Richtig geil. Der dritte Teil ist super. Evil Operation. Ja, meines Horrorspiels. Oh, Resident Evil Operation. Raccoon City. Müsste richtig sein, ne? Ja, definitiv. Kennt man. Resident Evil, das kennt man. Ja. Das ist jetzt hier kein Monkey Island. Besser als Monkey Island kennt man das. Das mal sicher. So. Das heißt, du fängst an. Ich fange an. Och, du Scheiße. Du legst vor. Ich bin richtig nervös. Aber ich habe nichts anderes als den Sieg im Auge. Okay. Die erste Frage, Wollo. Bist du bereit? Okay, ja, klar, Mann. Bist du richtig heiß? Völlig. Ja, ich bin on fire. Okay, gut. Er labert noch. Ah, der hat so die Fresse halten. Ich will jetzt hier, ich will gewinnen. Aber den sieht ja eigentlich keiner, weil ich klatsche ja die Facecam da ganz groß drüber. Den sieht gar keiner. Stimmt! Ich dachte mir auch, wo ich die Parts gesehen habe, so zu Beginn, warum ist denn die Facecam da genau in der Mitte? Hat er das einfach nur verpeilt? Und Nein. Dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das passt genau mit dem Spieler 2 und mit der Frage und okay. Vor allem, da haben ein paar Leute Fotos gemacht, wo das so richtig passt mit meinen Armen, dass sie in seine Arme übergehen. Ach du Scheiße. Oh, welche Figur stammt aus Lego Star Wars 3? Ja, okay, ist leicht. Ja, okay, das ist einfach. Ich nehme D. Ken Skywalker. Anakin Skywalker. Ja. Bist du ein Star Wars Fan? Schließ den Rest. Ja, es geht. Die ersten drei fand ich als Kind ganz geil, aber dann Episode 1, 2, 3. Okay. Also bist jetzt auch nicht so gehypt auf den siebten Film? Nee, es geht. Müssen wir die anderen nochmal reinziehen. Und du? Ich bin nicht so der große Star Wars Fan. Weiß ich nicht. War nie so mein Ding. Ist ganz okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich das auch so krass hype. Deshalb. Mit welchem Spiel machte Metagaming Concepts den Begriff Microgame populär? Woher soll ich das wissen? Ich kann dir sagen, Keggy, ich weiß es nicht. Was ist das für eine Frage? Das ist doch wieder irgendwie so ein. Aber ich kenne Ogre, kenne ich. Das kenne ich. Ogre kenne ich. Ich nehme es einfach das, was ich kenne. Ja, ist richtig. Was ist denn ein Microgame? Keine Ahnung, aber Ogre kommt mir bekannt vor, den Namen. Den habe ich schon irgendwo mal gehört unter Videospielen. Okay. Kann ich nicht. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Zocken. Dann gratuliere ich dir zu deinem Glück. Ja, das war kein Glück, das war Wissen. Okay. Verlieh seinem Namen einem Decathlon-Spiel, als er 1984 eine olympische Goldmedaille gewonnen hatte. Was kommen denn hier für Fragen? What? Ja. Was kann denn hier fragen? Könnte jeder sein. Ja komm, scheiß drauf, dann nehme ich den Joker. Dann ist das so. Welchen denn? Bei Publikum. Weil da kann ich echt gar nichts ausschließen. Was ist das denn für, die habe ich noch nie gesehen, diese Frage. Ich auch nicht, Kenny. Hab ich wirklich auf Videospiele gedrückt? Es ist ja ein Decathlon-Spiel. Also soll das wohl... Soll das wohl so sein? Was ist ein Decathlon-Spiel? Ja, Decathlon ist irgend so ein olympisches Ding. Wo man was wirft und brennt. Okay. Auf jeden Fall Daley Thompson. Hört sich anstrengend an. Ja, nichts, was wir privat machen würden. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das wäre das Letzte, was ich machen würde. Auch nichts, was ich spielen würde. Nee, das auch nicht. Sportspiele. Wie kann man Sportspiele überhaupt spielen? Das ist so langweilig. Finde ich auch. Finde ich noch nie geil. Nee, ich habe mich auch nie dafür begeistert gehabt. Ich bin dran, oder? Ja, doch, natürlich. Mhm. Ich in James Caan als Sonny Corleone eine Filmrolle. Was sind das denn für Fragen?
Weiß ich auch nicht. In welchem Spiel von 2006 ist James Caan als Sonny Corleone? Corleone hört sich nach der Pate an. Und 70er. Komm, Mafia. Ja, ist richtig. Hier wird gezockt, Leute. Heute wird hier gezockt. Hey, wie gesagt, hattest du eine Möglichkeit zu zocken? Bei meinem gab es einfach keine. Ach komm. Halt 25%ige Chance. Der Daily, der hört sich doch schon danach an, als würde Decathlon spielen, weil Daily, Decathlon. Ah, man kennt ihn. Profi in der Szene. Alle Leute werden jetzt schreiben, wusste. Sag mal, Decathlon, nicht immer. Ja, wir wurden ja, Mesh-Jungs und ich wurden ja ein bisschen dann im bei ein paar Fragen hart angegangen, dass wir doch so dumm sind, aber ist okay. Ja. Oh, endlich mal was man erst denkt, kann man nicht lösen. Ach so. Ich weiß es. Und zwar? Also, wen spricht Kid Beyond im Original von Back to the Future The Game? Und es kann nur Biff Tannen sein. Biff Tannen? Ja. Soll ich den nehmen? Ja, sollst du. Okay, dann nehme ich ihn. Ja, ist richtig. Zurück in die Zukunft hast du gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen, aber auch nur als Stöpsel. Als Stöpsel. Warte, und guck dir das mal ganz schnell nochmal an. Ja, muss ich mal wieder anschauen. Das ist Kult. Als Kind habe ich das gerne geschaut, eigentlich mit meinem Vater, aber seitdem auch irgendwie nie dazu wieder zurückgekommen. Keine Ahnung wieso. Boah, das würdest du auch heute lieben, verspreche ich dir. Meinst du? Das ist shit. Ja. Ja. Ich bin ja nicht so der große Filmfan. Ich gucke mir eigentlich immer Serien lieber an. Ja, ich auch nicht. Aber Zurück in die Zukunft? Ah, super. Das ist schwer. Welcher Ausdruck bezeichnet eine versteckte Botschaft? Ja, das ist ja einfach Easter Egg. Da kennt man sich aus. Vor allem, ich muss mich ja auskennen. Ich habe ja auf meinem Hauptkanal damals den Easter Egg Gott besiegt, deshalb, das muss man kennen. Mhm. Das war jetzt auch nicht schwer. Da war Biff Tannen schon wieder fast schwieriger. Ich kann ganz klar sagen, ich hatte bis jetzt die schwereren. Ich hätte Biff Tannen nicht lösen können. Hätte ich nicht gewusst. Echt? Nee, hätte ich nicht gewusst. Okay, gut. In welchem Wii-Spiel gibt es die Modi Last One Standing and Strike a Pose? Strike a Pose. Was ist denn Strike a Pose? Die Pose? Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist Just Dance. Okay. Also Red Steel wäre auch noch ein Wii-exklusives Spiel, aber da macht man keine Posen. Oder? Ich weiß ja nicht, wofür. Vielleicht ist es nicht übersetzt genau, also die Pose beim Tanzen, sondern vielleicht was anderes. Ja, bei Red Steel könnte man ja auch halt die Wiimote nach oben, damit du geschlitzt hast oder so ein Scheiß. Gab es natürlich auch gehen. Gab es denn überhaupt bei Just Dance Last One Standing? Alter, ich habe Just Dance nicht gespielt. Ja, das würde ich schockieren. Aber ich sage jetzt einfach, das ist eine von den ersten Fragen. Die gehen hundertprozentig davon aus, dass Just Dance ungefähr 500 Mal mehr Leute gespielt haben als Red Steel. Und von daher sage ich Just Dance. So. Okay. Das ist meine Begründung, das wird richtig sein. Ist richtig. Ist richtig. Natürlich. Need for Speed Carbon. Stand nie zur Debatte. Ich hab ja Need for Speed Carbon mal zugeschickt bekommen. Ne? Pass auf, ich hab's zugeschickt bekommen. Ich dachte mir, okay, das schenkt mir wohl irgendeiner ein Spiel. Mach dann die Hülle auf und da liegt keine CD drin. Da gucke ich mir den Brief an und dann steht da: Ja, hi Kegi, das ist mein Lieblingsspiel. Könntest du vielleicht auf die Hülle unterschreiben und mir zurückschicken? Ach so. Richtig verarscht hat er mich. Ja. Richtig verarscht hat er mich. Unterschreiben ist mal schlimm. Ja, man freut sich schon. Ist schon komisch irgendwie. Ja, aber ich habe mich gefreut, dachte mir: Oh geil, umsonst, Spiel umsonst, mach die Hülle auf und denk mir: Was soll die Scheiße? Ich bin Scheiß. Betrug! Musst du auch noch Porto bezahlen, um das zurückzuschicken. So sieht's aus. Nein, das habe ich ja nicht so gemacht. Scheiße. Ich habe ja immer gesagt, die sollen eine Briefmarke mitschicken. Hat er gemacht. Okay. Ja. Ah, gut. Das bin ich, oder? Ja, doch, das bin ich. Sportart ist die Basis für die iOS-Spiel Touchgrind. Grind würde ich Skateboarding tippen. Touchgrind. Macht beim Golfen. Ja. Gibt es irgendwas Grinding-mäßiges? Schießen? Ich würde auf Skateboarding gehen. Komm, ich gehe einfach auf Skateboarding. Ist richtig, Mann. Nee, habe ich mir gedacht. Hätte ich auch genommen. iOS. Tatsächlich. Heute richtig mutig unterwegs, ey. Ja, nicht schlecht, Kangi, nicht schlecht. Ich habe bis jetzt noch keine. Eine Joker-Führung. Ja, eine Joker-Führung. Ich habe bis jetzt noch auch keine Frage gehabt, wo ich direkt wusste, was die Antwort ist. Na, mal hin. Oh, please! Okay.
Welche Farbe hat der Text im Pokémon-Logo? Ah, jetzt werden sich alle denken, oh, der Wolle mag Pokémon doch gar nicht. Weil ich hier gerade, ach so. Ich war gerade auch ein bisschen verwirrt. Ich vermisse das Gelb. Ja, ich war auch gerade ein bisschen verwirrt, ey. Ey, nicht, dass die jetzt denken, das ist orange. Nein, ich glaube nicht. Ich meine, es gibt einen blauen Rand. Ja, ich denke mal, es ist blau. Ja, dann drück mal blau. Wenn das falsch ist, verlange ich eine Schiebung, weil nee, dann... Nee, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen. Ha. Die Pokémon, das ist doch dein Gebiet, ne? Da kenne ich mich aus. Da kennt er sich aus. Der Wollo, der war ja früher ein richtiger Pokémon-Fanboy. Das heißt. Ich war früher der Mega-Fanboy vom Herrn. Ja, ohne Scheiß. So wie der Z-Slayer heute. Hatte alles. So wie der Z-Slayer heute. Fände ich sogar vielleicht sogar schlimmer. Wahrscheinlich schon, das ist unglaublich. Ja. Ich will selber nicht vorstellen, aber. Warst du damals auch so alt wie er oder jünger? Nein, ich war jünger. Ich war 14. Okay. Da darf man. Ja, da darf man auf jeden Fall, da darf man auf jeden Fall. Wobei handelt es sich um ein Spiel, das auf einem Film beruht und nicht umgekehrt. Tron war auf jeden Fall erst der obwohl. Tomb Raider. Scheiße! Max Payne! Naja, da. Tomb Raider? War jetzt Max Payne zuerst der Film oder zuerst das Spiel? Oder? Tomb Raider genauso. Du kannst einen Joker nehmen, ne? Wobei, so ist das ja nicht. Handelt sich um ein Spiel, das auf einem Film beruht und nicht umgekehrt. Erklär's dir mal. Das bedeutet, der Film war zuerst. Ja, das habe ich schon verstanden. Na, nur sicherheitshalber. Das ist auf einem. Moment. Ja, dann kann es nur Tron sein, oder? Weil Max also man kann es relativ easy peasy ausschließen, würde ich sagen, ne? Mario Bros. Definitiv nicht. Tom Reitste? Ja. Als du den Mario Bros. Film mal gesehen, dass die dazu ein Spiel gemacht haben, wundert mich nicht. Ja, aber da war das Spiel ja vor dem Film da. Hey, Wollo. Nein, Mann. Ich will dich nicht. Nein, natürlich. Tom Raider auf jeden Fall nicht. Bei Max Payne und Tron. Tron weiß ich nicht. Tron ist auch ewig alt schon. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Film basiert. Auf dem Spiel basiert. Nein, Tron, komm, Mann. Tron. Ja, ist richtig. Ich hätte auch Tron genommen. Weil mir das auch ein bisschen spanisch vorkam gerade. Aber. Ja, ich war bei Max Payne und Tron nicht sicher. Aber Max Payne kam auch eigentlich, der Film, recht spät. Der kam sehr spät. Ja, da gab es schon Max Payne 3. Ja, mit Marky Mark kam das Film. Mit Marky Mark. Mit Marky Mark? Ja, der Mark Wahlberg. Das ist Marky Mark. Das ist Marky Mark? Ich nenne ihn immer Marky Mark. Okay. Ich finde den super. Das ist Mark Wahlberg in Ruhe. Was Alter. Denn? Ich finde den super. Ich finde den super, Mann. Ja, das ist ja gut. Ja, der ist auch cool. So, das ist auch mal geklärt. Wir sind jetzt über 1000 Euro, ne? Jetzt geht der richtige Shit los. Welches war keine Erweiterung zu dem ursprünglichen Spiel The Sims? House Party, Hot Date, Make and Magic, World of Sports. Ich weiß es. Glaube ich. Du weißt es? Ich glaube, ich weiß es. Ich habe damals sehr viel Sims gespielt. Also, House Party gab es definitiv. Da bin ich mir fast sicher. Mhm. Hot Date würde ich auch sagen, dass es das gab. Make and Magic und World of Sports ist also so das Ding. Und ich würde eigentlich eher Make and Magic. Bist du sicher? Ausschließen. Ah, eigentlich schon. Aber ich wüsste auch nicht, dass es ein World of Sports Dings gab. Ah, eigentlich möchte ich nicht, aber. Oh, doch, nee. Oh. Meinst du, es würde in Sims Spaß machen, Sport zu machen? Oder würde es eher Spaß machen? Okay, danach kann ich nicht gehen, weil in Sims würde es mir auch keinen Spaß machen, eine Hausparty zu schmeißen. Ja, aber das gehört zum Leben. Das ist normal. Ja, und Sport nicht, aber Magie, Zaubern. Zaubern gehört zum Leben und Sport nicht. Okay, das war ein dummes Argument, ich gebe es zu. Das war ein dummes Argument. Okay. Also willst du mir sagen, World of Sports ist nicht? Ich will gar nichts sagen. Nein, ich will gar nichts sagen. Dankeschön für die Verwirrung. Fuck, ich werde doch so abkacken, ey. Jetzt bin ich am Arsch. Also ich muss sagen, ich tendiere bei diesen vier Sachen bei zwei anderen wie du. Also eins von den zwei Sachen, zwischen denen du tendierst, habe ich auch eine, wo ich ein bisschen skeptisch die betrachte. Aber die andere, da bin ich mir ziemlich sicher, wo du skeptisch bist. Dass es das gab, das hatte ich sogar. Also hattest du Make and Magic? Weiß ich nicht. Hattest du Make and Magic? Hast du mit deinen Sims gezaubert, Kerry?
Kann sein. Aber du könntest mir ja mal sagen, was sie mit Make and Magic meinen. Vielleicht, dass man da jetzt bin ich am Arsch. Einen Hut kaufen jetzt kann, wo man einen Hasen rausziehen kann. Boah, ich glaube, da habe ich ein Bild zu. Ich glaube, ich sehe das Bild gerade vor mir, wie ein Sims, was aus dem Hut sieht. Ich sehe es vor mir. Aber World of Sports habe ich auch noch nie gehört. Das hört sich auch so falsch an. Oh, Sims, die Fußball spielen. Und Baseball und Tennis. Hört sich schon irgendwie falsch an, oder? Alles, was man in Wii auch macht. Oh, man guckt dabei zu. Ob ich jetzt zugucke, ob ich dem was aus dem Hut ziehe oder auf einen Ball trete. Ja, nimm ich World of Sports. Oh, jetzt hast du es geschafft, ich bin tot. Also ich nehme. World of Sports. Ja. Ich nehme es jetzt. Ja, das muss richtig sein, das muss richtig sein. Das gab's das nicht. Das muss richtig sein. Das gab's nicht. Okay, Gigi. Ja, ist richtig. Oh! Jetzt ist aber unfair, jetzt wurde mir geholfen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Wieso? Jetzt muss ich dir auch helfen, wenn man es ist. Ich hab dir doch gar nicht geholfen. Na, ich hätte World of Sports wahrscheinlich genommen. Ja, siehst du? So das Gefühl. Ja, ach so! War ja richtig. Ja. Deshalb, das passt einfach nicht in ein Sims-Spiel irgendwie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dass man dort irgendwie Sport betreiben kann. Das passt irgendwie gar nicht. Bin nicht so der krasse Sims-Fan. Welche Figur aus The Legend of Zelda hat ein Spiel zum Bogenschießen auf der Wii? Mavi war's. Verrat's dir. Ja. Oh Mann. Gab sogar ein cooles Let's Play bei dir mit deinem Bruder. Mit meinem Bruder zusammen, Freddy. Ja. War ein cooles Let's Play. Ist auch ein geiles Spiel. Spiel, das macht auch Spaß. Hast du richtig dieses Gewehr gehabt? Dieses Plastikgewehr, oder? Ja, okay. Ja, das haben wir. Hab ich auch benutzt. Muss, ne? Gab's das nicht wenigstens in der Armbrust-Variante, das Ding? Boah, das wäre krass gewesen. Das wäre geil, oder? Die fette Armbrust da. Ich bin dran, ne? Ja. Welches Alternate Reality Game wurde geschaffen, um für das Erscheinen von Portal 2 zu werben? Oh, bitte. Okay. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß. Habe ich alles noch nicht gehört. Ich glaube, ich weiß. Ich habe eins von diesen Vieren schon mal gehört. Also der Name kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich weiß es halt nicht, ob das wirklich richtig ist. Kenne ich nichts von Telefonjoker. Okay. Wen rufst du an? Ich kann nichts ausschließen. Ich kann nichts aus... Dich? Keine Ahnung. Du rufst mich an. Oh, ja. Gaggi. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Nein, wir schauen. Also ich würde Melon Farm schätzen, weil Melon Farm kommt mir voll bekannt vor, der Name. Irgendwo habe ich den schon mal gehört. Mhm. Okay, aber er sagt, der Telefonjoker sagt, das ist Potato Sack. Vielleicht hätte ich das jetzt nicht sagen sollen, vielleicht ist das jetzt ein bisschen doof. Nee, der Telefonjoker hat immer recht. Sicher? Es ist D, Potato Sack. Er hat schon mal daneben gelegen. Ja, da habe ich Pech gehabt. Also soll ich Potato Sack nehmen? Der lag echt schon mal daneben? Ja, hatte ich schon zwei, drei Mal. Das will ich nicht hören. D. Ja, D, egal. Muss jetzt. Der Kartoffelsack. Oh Gott. Es ist richtig. Puh. Aber Melon Farm kommt mir irgendwie voll bekannt vor. Melon Farm. Warum sind die Fragen so schwer? Gibt es da irgendwie einen Hard Mode? Kann man den einstellen? Hast du den eingestellt? Nee, glaube ich nicht. Wir haben einfach nur Pech. Ja. Einfach nur Pech. Obwohl jetzt bei meiner letzten Frage hatte ich ziemlich Glück gehabt, aber. Ja. Ich muss sagen, aber heute sind wirklich viele Schwere dabei und schon so früh. Auf den Songs welcher Band beruht der Guitar Hero, ein Guitar Hero Spiel aus dem Jahr 2008? Ich würde AC/DC sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es von zwei ein Spiel gibt. Okay. Ah, 2008? Ja, weiß ich nicht. Das hattet ihr auch letztens so eine Frage. Ja. Da hätte ich sogar gewusst. Und da ist aber der SJ rausgeflogen. Reggie wird es hier auch rausfliegen. Flieg mal raus. Wird er auf Risiko gehen oder wird er seinen ersten Joker ziehen? Kann er überhaupt einem Gegner wie Voloyu standhalten? Dies und vieles mehr erfahren Sie in einer weiteren Folge von Wer wird Millionär vs. Voloyu?